Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und ihr seht es hier, es handelt sich hier wieder um ein neues Video zu Super Mario Odyssey und dem neuen Hinweisbild. Es gibt wieder nur ein Pixeluigi, das schon mal vorweg, und gestern kam das Hinweisbild rein. Ich hatte gestern keine Möglichkeit, deswegen reiche ich es heute nach. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich es gefunden habe oder bis ich den Pixeluigi gefunden habe, aber ich zeige euch die Lösung jetzt hier. Viel Spaß! Zuallererst war es diesmal extrem schwer rauszukriegen, wo denn der Pixeluigi sich versteckt, wenn man dieses Bild sieht, weil es gibt irgendwie überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Das war ja beim letzten Bild ein bisschen anders mit New Donk City. Und ja, Forstland ist die Lösung, ihr seht es ja jetzt hier. Hat ein bisschen gebraucht und von dort aus reisen wir per Schnellreise am besten, logischerweise, zum Gipfelpfad. Das wollte ich damit ausdrücken. Ihr seht es hier. Und vom Gipfelpfad aus geht es dann sozusagen in die entgegengesetzte Richtung zurück. Hier einmal diesen Vorsprung runter. Und hier hinten seht ihr diesen lustigen Panzer, den wir kapern können, indem wir ihn erstmal die Cowboy-Mütze weghauen. Und wenn ihr jetzt hier drauf achtet, ich guck mal, vielleicht kann ich das auch einblenden, seht ihr das hier, sieht das doch schon ähnlich aus nach dem Hinweisbild, ne? Und ja, dort oben ist der Pixeluigi wohl versteckt. Also das Kreuz handelt sich um die Mitte. Jetzt heißt es nur noch einmal schnell hingehen und wie immer eine Stampfattacke ausführen. Ihr seht es jetzt hier, es erscheint unser sechster Pixeluigi. Wir kriegen wieder unsere Goldmünzen und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut in die Kommentare, wenn euch was dazu einfällt. Und wie immer, hier links unten, falls ihr das noch nicht getan habt, einmal bitte abonnieren, kostet nichts. Rechts geht zur Rainer Hafnix Band. Und in der Mitte seht ihr ein anderes Video. Danke fürs Zuschauen, Herr Arbeit sagt, ciao und bis zum nächsten Mal.